Hallo, hier ist wieder Katharina von Papier von mir. Heute wird es um dieses Envelope-Punchboard gehen. Das haben sich meine Workshop-Teilnehmer vom letzten Wochenende gewünscht. Wir haben hier nämlich diese Verpackung hergestellt. Und wie wir das gemacht haben, das zeige ich dir im heutigen Video. Ja, das Envelope-Punchboard ist im Grunde eigentlich erstmal dafür da, Umschläge für Karten herzustellen, die ein ungewöhnliches Maß haben. Oder ja, wo man halt keinen passenden Umschlag hat. Hier zum Beispiel diese Karte. Wenn ich jetzt keinen Umschlag zur Verfügung habe, dann kann ich mir die Karte ausmessen und mit dem Envelope Punchboard genau für diese Karte passend einen Umschlag herstellen. Ja, und genauso funktioniert das auch mit diesen Boxen. Ich habe eine Sache, die ich verpacken möchte. In diesem Fall ist es eine, ich zeige euch die mal. Eine Pralinenschachtel. Und für diese Pralinenschachtel ist die Box genau hergestellt. So, ihr braucht also nicht nur den Envelope Punchboard, sondern auch ein Envelope Punchboard Rechner. Und ich habe jetzt auf meiner Internetseite www.papiervonmir.net. Da könnt ihr hier unter EPB-Rechner draufgehen und da habt ihr dann einen Envelope-Punchboard-Rechner. Hier das oben, hier fehlt noch ein Foto von einem Umschlag, das muss ich nochmal nachreichen. Hier oben, das ist für Umschläge und wenn ihr weiter nach unten geht, da seht ihr auch die Box. Das ist der Rechner für die Box. Und man fängt also an, dass man die Sache, die man verpacken möchte, ausmisst. Hier steht Länge der kurzen Seite in Zentimeter. Und dann messt, andersrum natürlich, dann messt ihr hier einmal ab, wie groß das ist. Und das sind 10,3 Zentimeter. Und das gebt ihr dann hier ein. 10,3 Zentimeter hoch. So, die ist quadratisch, die Box, deshalb sind es hier auch noch mal 10,3 cm. Und die Höhe Box, also das wäre jetzt die lange Seite gewesen, wenn es jetzt was Langes wäre. Und die Höhe der Box ist eigentlich 2,4. Ich nehme aber 2,6, damit ich noch ein bisschen Platz habe, um oben drauf eine Karte zu legen in der Box. Weil ich habe hier auch noch... Die Teilnehmer konnten sich dazu auch noch eine Karte gestalten. Und ja, ich habe hier diese drei Beispielkarten habe ich gezeigt. Und das ist dafür da, dass man, wenn man hier die Pralinen drin hat, obendrauf noch die Karte legen kann. Ja, und da die Karte ja auch ein bisschen Platz braucht, habe ich ein paar Millimeter dazu genommen. So, und wenn ihr das eingegeben habt, dann kommen hier schon die Maße. Die Seitenlänge vom Papierzuschnitt sind 20,2 cm. Und zwar braucht ihr immer ein quadratisches Papier. Also 20,2 cm und 20,2 cm. Das ist die Papiergröße. Und dann steht hier erste Falzlinie bei 8,3 cm. So, das könnt ihr jetzt beiseite legen. Und dann kommen wir zu dem Board. Hier an der Seite ist das Falzbrett, das einmal rausnehmen, bevor ihr das Papier anlegt. Und hier oben drauf sind die Maßangaben in Inch, das Weiße. Wir brauchen hier die Zentimeterangaben, das ist das hier unten. So, und dann legt ihr das Papier hier schön oben an die Kante ran. Also es darf nicht irgendwie so ein bisschen schief sein, sondern richtig schön oben dran. Und dann legt ihr das bei 8,3 cm an. Das muss übrigens auch wirklich genau sein. Also nicht Pi mal Daumen, sondern und auch nicht, das Papier darf auch nicht 20, und ein bisschen groß sein, sondern es muss wirklich 20,2 cm groß sein, damit nachher die Verpackung auch wirklich passt und gerade ist. So, dann legt ihr also bei 8,3 an. Dann drückt ihr hier einmal in der Mitte runter, da stanzt ihr nämlich eine Ecke rein ins Papier, geht mit dem Falzbein hier in die Mitte rein
hier in das Loch. Und dann fahrt ihr ganz langsam aus dem Loch raus. Und dann kommt ihr eigentlich schon in diese Falzrinne. Die Falzrinne geht hier so schräg lang. Ihr könnt auch mal ohne Papier das erstmal so üben, ne, dass ihr blind das Messer da reinsetzt. Und dann merkt ihr, wenn er so rausgeht, dass ihr nach rechts ein bisschen in diese Rinne springt. Ja, da braucht es ein bisschen Übung. Manche finden das sofort, manche brauchen ein bisschen länger. Aber mit ein bisschen Übung klappt das auch. Ja, dann steht hier... Also die erste Falz haben wir. Die zweite Falzlinie müssen wir bei 12 cm machen. Und dann legen wir das Papier bei 12 cm an. Stanzen nochmal. Dann kommt hier noch so eine Ecke rein. Und fahren wieder aus der Mitte raus. So, jetzt könnt ihr die Maße vergessen. Am besten macht ihr auch den Rechner zu, dass ihr jetzt nicht nochmal in die Versuchung kommt, das bei den gleichen Maßen hier anzulegen, weil dann wird das mit der Box nicht. Ihr müsst die Maße vergessen. Jetzt werden diese Falzlinien, also ihr dreht das Papier einmal um 90 Grad und dann legt ihr diese Falzlinien, die ihr gerade gemacht habt, legt ihr an diese kleine Nase an. So, auch wieder darauf achten, dass das Papier hier oben schön anliegt. Stanzen und dann einmal runterfahren. Und das macht ihr jetzt in allen vier Ecken oder auf allen vier Seiten vielmehr. So, und dann ist das schon fertig. Was ihr noch machen könnt mit dem Board, bevor ihr es weglegt, wenn man das Papier hier oben von der anderen Seite reinsteckt, dann könnt ihr noch die Ecken abrunden. Da ist ein kleiner Eckenabrunder. Und das sieht eigentlich ganz nett aus, wenn man zumindest die beiden Laschen, die hier oben sind, die Ecken abrundet. Ich mache es jetzt mal bei allen vier. So, und dann könnt ihr es wieder reinstecken und weglegen. So, die Falzlinien, die müssen jetzt nachgefalzt werden. Das Papier lag ja so rum auf dem Falzbrett. Immer was oben liegt, entweder in den Tütenboards, im Envelope Punchboard oder auch im Papierschneider, oben liegt die Außenseite. Das heißt, hier ist jetzt dieses Tal von der Falzlinie und dann dreht ihr das um und knickt das dann so lang. Streicht einmal die Falzlinien glatt mit einem Falzbein. Und dann sind die nämlich schön kantig hier, die Ecken. Wenn man das nicht mit dem Falzbein nachzieht, dann sind die so ein bisschen rund, die Ecken. Und ja, dann geht auch, aber es klebt sich danach auch nicht so schön. Und die Box passt einfach besser, wenn die Kanten schön glatt gestrichen sind. So, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Box zuzumachen. Beim Workshop haben wir hier eine Falzlinie reingezogen. Dann kann man die Box nachher zumachen, ohne zu kleben. Ich werde jetzt hier aber die Ecken abschneiden. Ich schneide dann immer hier in der Falzlinie einmal lang und schneide dann so einen kleinen Keil rein, damit die Ecke schön oder diese Klebeecke auch schön aussieht. Und das mache ich an allen vier Seiten. Ich mache es gegenüberliegend. Man kann auch die, ja, wie so eine Windmühle einschneiden, immer auf der rechten Seite. Das ist so Geschmackssache. So, und jetzt kleben wir die Box zu. Ich klebe es mit Tombow zu, weil man es dann noch ein bisschen verrutschen kann, bevor es dann sicher klebt. Ich habe jetzt einen erwischt, der gerade lag. Die Tombows müssen immer auf dem Kopf stehen. Oder wenn ihr nicht gerade damit arbeitet, dann legt ihr ihn hin, dann passiert auch nichts. Am besten trotzdem immer irgendwie kopfüber
ja, beiseite stellen. Ihr müsst auch keinen Deckel zwischendurch drauf machen, wenn ihr jetzt ein Schnapsglas zum Beispiel, das ist eigentlich auch ganz praktisch, neben euch liegen habt, dass ihr das da immer so reinstellt, kopfüber, da braucht ihr auch keinen Deckel zwischendurch drauf tun. Dann ist der immer schön einsatzbereit und dann kommt immer eine kleine Menge Kleber raus. Wenn ihr den zwischendurch nämlich mal so hinstellt, dann trocknet hier oben in der Spitze der Kleber ganz leicht an und macht den Kleber zu. Und wenn ihr den dann wieder benutzen wollt, dann denkt ihr, oh, ist verstopft oder ist alle, drückt und dann kommt ein riesiger Klecks Kleber raus. Ja, hier einmal den Kleber ganz sparsam außenrum verteilen. Dann übereinander setzen und ein bisschen zuhalten. Ich mache meistens dann schon Kleber auf die nächste Ecke. Das ist dann ein bisschen Zeitersparnis. Aber da muss man ein bisschen Übung für haben. Ich würde euch empfehlen, immer jede Ecke einzeln zu kleben, damit nichts schief geht und nichts verrutscht. Weil man muss den Kleber ein bisschen zusammenhalten. Wenn ich den Kleber auf der nächsten Ecke aufgetragen habe, kann ich die Ecke, die ich davor zugedrückt habe, schon loslassen und dann klebt das auch. Ne, die klebt hier schon. So, jetzt bin ich hier fertig. Halte die nächste Ecke zu. Oh, hier habe ich ein bisschen schlecht geschnitten. Das ist immer, wenn man nicht so genau über dem Bastelobjekt mit dem Kopf ist. So, auf jeden Fall, die Ecke klebt hier auch schon. So. Und wenn ihr beim Tombo, wenn da was rausquillt an der Seite, dann habt ihr zu viel Kleber genommen. Weil der ist eigentlich, das ist ein super Kleber, mit dem man sehr gut arbeiten kann, sehr sauber arbeiten kann, der auch bombenfest hält. Und wenn man den richtig benutzt, dann ist das ein wirklich hervorragender Kleber. So, und somit ist die Kiste schon fertig. Und jetzt können wir uns an die Banderole machen. Die Banderole ist, habe ich schon zugeschnitten, das sind 6 cm mal 27,5 cm. So, ich habe die Banderole erstmal, ich zeige es euch nochmal, erstmal bestempelt. Und zwar mit dem Set Süße Adventsgrüße. Da ist hier eine kleine Schneeflocke drin und diese kleinen Sterne. Und die habe ich genommen und einmal die Schneeflocken in Tannengrün gestempelt. Ich stempel immer gerne ein bisschen unregelmäßig und auch über die Ecken rüber. Und in Savanne habe ich dann noch die Sterne gestempelt. So. Genau, und jetzt brauchen wir das Falzbrett. Das hatte ich schon ein bisschen weit weggelegt. Und legen die Maße an. 7 cm. So, und jetzt bin ich zu 9,7 gegangen. Und zwar ist unsere Verpackung, ja, ich gucke nochmal, was wir eingegeben haben als Maße, 2,6 cm in der Höhe. Das sind 2,6 cm. Ich habe dann einfach nochmal 1 mm oben drauf gegeben. Also immer die Verpackungshöhe habe ich plus 1 mm genommen. Und dann passt sie nachher die Banderole auch gut drum. Ja, deshalb 7 cm plus 2,7 cm sind 9,7 cm. Dann war die Verpackung 10,3 cm breit. Und dann komme ich auf 20,1 cm.
Und dann nochmal runter auf 22,7. So. Auch hier einmal die Falzlinie nachfalzen. Und ihr habt gesehen, das Papier oben, die Außenseite, das gestempelte war im Schneidbrett oben. Und das ist jetzt die Außenseite. So, und ich würde euch empfehlen, wenn ihr die Banderole drum macht, ich jetzt nochmal aus meiner alten Kiste die Pralinen holen, dass ihr die Kiste auch schon mit dem füllt, was ihr nachher verpacken wollt. So, jetzt war meine Karte noch voll. Was ich sagen wollte, packt die Pralinen rein, dann die Banderole drumlegen und an der Kiste festkleben. Habe ich es denn hier schon wieder falsch drin, glaube ich? Manchmal musst du ein bisschen gucken. So rum. Und dann klebt ihr das fest. Einmal hier Topo lang. Festmachen. Ups. Und auch hier, wenn ihr die Banderole drum klebt, nicht sehr auf Spannung kleben, dass ihr sie halt nachher noch gemütlich abbekommt. So. Dann braucht ihr noch einen Anhänger, oder ich habe noch einen Anhänger gemacht. Dafür nehmt ihr die 2¼ Kreisstanze und einen Farbkarton Tannengrün und ein Stück Papier in Flüsterweiß. Da stempelt ihr den Spruch drauf. Und das habe ich mit der 2-Inch Kreisstanze ausgestanzt. So, ich höre jetzt mal auf mit dem Video, weil ich glaube, gleich ist es wieder voll und nicht, dass ich dann hier nicht mehr mein Video zu Ende sprechen kann. Ich habe hier noch ein Loch reingemacht mit einer Lochstanze und dann ein Paketbandfaden zweimal drum gewickelt, den Anhänger dran gemacht. Hier zwischen noch Dimensionals gesetzt, finde ich ein bisschen schöner. Ja, und dann ist die Kiste auch schon fertig. Wenn ihr noch Fragen habt zum Envelo Punchboard, dann schreibt mir gerne auch unter die Kommentare. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Und viel Spaß mit eurem Envelo Punchboard. Tschüss!